Rente vor dem Aus. Das bedeutet der Plan der FDP für hunderttausende Rentner. Wie Sie ja gerade die Tage mitbekommen haben, hat die FDP mal wieder Forderungen. Und diese Forderungen, die könnten das Leben von ganz vielen Rentnern massiv verändern. Denn letztens hat die FDP einen 12-Punkte-Plan vorgelegt und da nicht nur innerhalb der Ampelkoalition für Unruhe gesorgt. Nein, nicht nur dort, sondern auch viele Rentner sind aufgrund der Forderungen der FDP nun massiv verunsichert. Aber was plant denn nun der Finanzminister Lindner? Die FDP ist der Auffassung, dass Reformen der Sozialsysteme notwendig sind und auch die Rente sieht Lindner und die FDP als Sozialsystem an. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist denn da auf der Agenda? Nur die Abschaffung der Rente mit 63 ist notwendig, so zumindest die Auffassung der FDP. Und die große Frage ist hier ja dann natürlich, welche Auswirkungen hätte dieser Plan denn nun auf die Rentner? Die Idee in dem 5-Punkte-Plan, den die FDP da plant, die fußt darauf, dass die FDP der Auffassung ist, dass unter anderem junge Menschen nicht mit der Finanzierung der Renten überlastet werden. Also das Umlagesystem, der Generationenvertrag, damit darf man niemanden überlasten. Aber auch der Sozialstaat, so nach Auffassung der FDP, kann nicht immer weiter mit immer mehr Sozialausgaben überlastet werden und so zu Einschränkungen bei den Handlungsspielräumen führen. Und so findet die FDP, wie ich es bereits sagte, dass die Sozialsysteme einer Reform bedürfen. Insbesondere die Rente mit 63 und das Bürgergeld haben sie da auf der Agenda. Da sehen sie falsche oder falsch gesetzte Anreize da drin und diese, so nach deren Auffassung, könne sich Deutschland nicht mehr leisten. Und demnach müsste das gesetzliche Altersvorsorgesystem korrigiert werden. Nach Meinung des Rentenexperten der FDP-Bundestagsfraktion, dem Herrn Kober, soll die sogenannte Rente mit 63 eingeschränkt werden, da sie sehr teuer ist und dem Arbeitsmarkt schadet. Und nun sind die Rentner daran schuld, weil sie in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Rentner gehen in den Ruhestand und das schadet dem Arbeitsmarkt. Also da kann ich mir tatsächlich doch nur noch an den Kopf greifen. Da darf man doch, so meine Meinung, eigentlich gerne auch mal auf die Idee kommen, insbesondere seitens der FDP, dass man den Arbeitsmarkt vielleicht mal attraktiv machen sollte. Warum sollen die Jungen nicht in den Arbeitsmarkt? Warum macht man es nicht attraktiv, dass Bürgergeldbezieher ein größeres Interesse daran haben, auf eigenen Beinen zu stehen, im Arbeitsmarkt für ihren Unterhalt selbst zu sorgen? Da muss man doch ansetzen. Aber meiner Meinung nach doch beim besten Willen nicht bei den Rentnern. Man darf in dieser Republik doch auch mal Lebensleistung wertschätzen. Rentner haben ihren Beitrag doch geleistet oder all die, die kurz vor der Rente stehen. Der FDP-Generalsekretär sagte der Bild am Sonntag in diesem Zusammenhang auch, die Rente mit 63 entziehe dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte. Er möchte die Rente mit 63 ganz abschaffen. Wie gesagt, meine Damen und Herren, ganz im Ernst, ich kann es nicht mehr hören, diese Schwachsinnsdebatte hinsichtlich der Abschaffung der Rente mit 63, die es ja ohnehin so eigentlich gar nicht mehr gibt. Und was wären eigentlich die Folgen, wenn man tatsächlich die Rente mit 63 abschaffen würde? Es gibt Untersuchungen, dass da ungefähr 250.000 Menschen von betroffen wären. Nach der deutschen Rentenversicherung bezogen in den letzten Jahren ca. 30% der Neurentner eine Frührente. Nach der FDP-Regelung müsste dann ein Teil dieser Frührentner, nennen wir es mal, bis zur Regelaltersgrenze weiterarbeiten. Ein anderer Teil, der würde sagen, das lasse ich mir nicht bieten. Ich habe mich auf Rente ab Tag X eingestellt. Ich gehe jetzt in den Ruhestand. Ihr könnt und so weiter. Ja? Und das wäre der Teil der Rentner, die würde dann Abschläge einfach in Kauf nehmen und würde halt mit weniger Rente in Ruhestand gehen. Hier kann man ganz klar sagen, das wäre dann natürlich eine faktische Rentenkürzung. Und man ist sich da auch einig darüber, dass es gar nicht klar ist. Die FDP hat ja die Idee, wenn man die Rente mit 63 abschafft, dann bleiben die älteren Menschen länger im Arbeitsmarkt, länger dem Arbeitsmarkt erhalten. Das ist völlig unklar, meine Damen und Herren, ob, wenn man die Rente mit 63 abschaffen würde, überhaupt mehr Menschen in Arbeit gehalten werden. Ein anderes denkbares Szenario ist nämlich auch das, dass Menschen dann entsprechend trotzdem mit 63, vielleicht sogar früher dann erst recht, in Rente gehen, die Abschläge in Kauf nehmen und dann im Laufe ihres Alters, im Laufe ihres Lebens in die Altersarmut abrutschen. Und dann wäre nichts gewonnen, sondern da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, oh, also die Regierung, die und so weiter beim Allerwertesten, beim besten Willen mal, mir ist das zu doof, ich gehe jetzt in Rente, ich nehme die Abschläge in Kauf. Mir sowieso egal, wenn ich sie nicht bekomme, die Abschläge, dann hätte ich ja so und so viel Euro Rente. Und jetzt nehme ich einfach die Abschläge in Kauf, dann bin ich in Altersarmut, dann wird entsprechend Grundsicherung im Alter beantragt und Thema durch. Gehe noch ein paar Pfandflaschen sammeln,
alles gut. Also, wie gesagt, das ist natürlich auch eine Thematik, die meines Erachtens auch beachtet werden sollte. Aber das haben die Politiker in Berlin offensichtlich nicht auf dem Schirm. Da ist meines Erachtens immer nur diese eingeschränkte Denkweise, wir rechnen uns das mal aus, Rente mit 63, da kommen so und so viele 1000, 100.000 Rentner in Frage. Und wenn wir jetzt die Rente mit 63 abschaffen, dann bleiben die im Arbeitsmarkt und arbeiten bis zum Umfallen. Meine Damen und Herren, meiner Meinung nach ist genau das nicht der Fall. Meiner Meinung nach führt das einfach nur dazu, dass es eine faktische Rentenkürzung für viele hunderttausend Rentner bedeuten würde und dass viele dieser hunderttausend von Rentnern sagen würden, ich lasse mir das nicht gefallen, dann nehme ich die Kürzung in Kauf und dann kostet das die Allgemeinheit, den Steuerzahler mittelfristig auch wieder riesige Summen, weil dann muss das über die Grundsicherung im Alter wieder aufgefangen werden. Daher, meiner Meinung nach, ist das mal wieder eine Diskussion, mal wieder ein Gedanke. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den von verschiedensten Bereichen, von verschiedensten Personen in den letzten Monaten gehört haben. Mal wieder Abschaffung der Rente mit 63. Kommt mir langsam aber sicher so vor, dass man da der Auffassung in Berlin ist, dass wenn man das oft genug wiederholt und wenn man das einfach oft genug durch die Medien prügelt, dass man sich dann irgendwann ja dran gewöhnt hat, dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Also den Eindruck habe ich manchmal, was natürlich meiner Meinung nach totaler Käse ist. Aber schreiben Sie mir da doch gerne mal Ihre Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ansonsten soll das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin natürlich eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.